Hallo, ich bin die Julia vom Jugendtreff You und ihr habt euch ja noch weitere Videos gewünscht zum Thema Liebe, Beziehung und Freundschaft. Und wir starten jetzt eine Serie zum Thema Sexualität. Und heute geht es über den weiblichen Zyklus. Hierzu ist auch noch meine Kollegin dabei. Hallo, ich bin die Deborah aus dem Jugendtreff You in Odenheim. Und wir haben natürlich auch einen besonderen Gast eingeladen. Vielleicht stellst du dich einmal kurz selbst vor. Ich bin die Iris Elste. Ich arbeite in Bruchsal im Caritasverband in der Schwangerschafts- und Familienberatung. Und in dem Zusammenhang machen wir auch Sexualpädagogik an Schulen und auch in Jugendzentren. Und deswegen bin ich heute auch mit dem Thema hier, um das euch ein bisschen näher zu bringen, und zwar das Thema weiblicher Zyklus und was das alles für Folgen haben kann, was man da zu beachten hat. Ja, so kurz als Einleitung zu dem Thema möchte ich gerne euch noch was sagen, nämlich, dass eine Frau schwanger werden kann, wenn sie mit einem Mann schläft. Das wissen wir ja eigentlich alle, aber was man da auch beachten muss oder wie ein Baby entsteht oder auch wie es vielleicht nicht entstehen sollte, wo man aufpassen muss und wann die fruchtbaren Tage sind, das möchte ich euch heute gerne in dem Video erklären. Ja, das Thema heute ist der weibliche Zyklus und wann sind eure fruchtbaren Tage, beziehungsweise auch wann ist es wichtig zu verhüten, damit es eben nicht zu einem Baby kommt, zu Zeiten, wo man noch kein Baby bekommen möchte. Und das möchte ich euch heute gern erklären. Und zwar habe ich ein paar Sachen mitgebracht, auch ein paar Bildchen. Und ich hoffe, dass ihr das dann auch ganz gut versteht. Was ein weiblicher Zyklus ist, das wissen auch viele erwachsene Frauen nicht. Also egal. Deswegen erkläre ich es euch heute auch. Ein weiblicher Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Blutung, dann habt ihr eure Periode, dann passiert ganz viel dazwischen, deswegen auch die ganz vielen Striche, und beginnt dann wieder mit dem nächsten Mal, wenn eure Blutungen beginnen. Das Ganze ist der Zyklus. Da dazwischen ist noch ein Eisprung, ja, und da passiert eben ganz viel. Damit ihr das auch seht, wie das mal visualisieren. Das hier sind eure Blutungen. Und da beginnt es wieder. Also das hier ist der erste Tag der Periode. Und das ist wieder der erste Tag der Periode. Und das Ganze ist dann eben mit dem Eisprung noch irgendwann dazwischen der weibliche Zyklus. Ich habe euch jetzt das alles eingezeichnet und ich möchte nochmal sagen, dass so eine weibliche Periode so 5 bis 7 Tage dauert, kann auch mal nur 4 Tage sein, aber so im Großen und Ganzen 5 bis 7 Tage durchschnittlich. Ja. Was passiert noch so alles im weiblichen Zyklus? Es passiert auf jeden Fall, dass ihr den Eisprung habt. Und da ist natürlich auch immer die Frage, wann ist dieser Eisprung? Ihr könnt euch ja mal kurz überlegen, wann das sein könnte. Es ist so, dass man den Eisprung im Prinzip nicht von hier aus berechnen kann, sondern man weiß tatsächlich erst, wann der Eisprung stattgefunden hat, und wenn keine Befruchtung stattgefunden hat, dass nach 14 Tagen nach dem Eisprung das Ei wieder abblutet, wenn es nicht befruchtet wurde. Und ihr könnt euch jetzt noch mal kurz überlegen, wie lange ein Ei, das nicht befruchtet wird, im Körper der Frau überleben kann. Und ich löse es jetzt natürlich gleich auf. Es ist nach genau einem Tag. Das sind 31 Tage, die wir hier eingezeichnet haben, weil ein normaler Zyklus von einer Frau 23 bis 31 Tage abläuft, dann muss man, was ich ja vorhin schon gesagt habe, zurückrechnen. Und zwar, wenn das der erste Tag der Periode wieder ist, muss man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Hier stirbt das Ei ab und hier ist der Eisprung. Das kennzeichne ich euch jetzt mit einem Ei. Also 15 Tage vor der ersten Periode ist der Eisprung. Einen Tag später stirbt das Ei ab und dann 14 Tage später wiederum findet dann die nächste Periode wieder statt. Und erst wenn die Periode wieder einsetzt, kann man auch sich selber ausrechnen, wann sein Eisprung war. Manche Frauen mägen den Eisprung und es gibt auch verschiedene Methoden, das auszuprobieren. Da kann ich aber heute leider nicht näher drauf eingehen. Da können wir vielleicht in einem nächsten Video mal drüber reden, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber im Prinzip ist es tatsächlich so, ich muss mich drauf verlassen, wenn die Periode wieder einsetzt. Und am besten ist es natürlich, wenn man mit einem Partner schlafen möchte, dass man grundsätzlich in der ganzen Zeit verhütet. Ja, ich habe euch jetzt erklärt, was in dem weiblichen Zyklus passiert. Das hier ist, wenn ihr entweder verhütet oder keinen Geschlechtsverkehr mit eurem Freund habt. Nämlich dieser eine Tag, genau da kann ein Baby entstehen, aber nur dann, wenn ihr mit eurem Freund schlaft. Ja, jetzt kommen die Spermien ins Spiel, weil wenn wir ein Baby entstehen lassen wollen, ist es so, dass wenn ihr mit eurem Freund schlaft und der Freund einen Samenerguss hat, gelangen eben darüber die Spermien in euren Körper. Wo jetzt wieder die nächste Frage sich stellt, wie lange können Spermien im Körper einer Frau überleben? Und da gibt es auch eine klare Antwort, auf jeden Fall 5 Tage, aber es können auch mal bis zu 7 Tage sein. Und wenn ihr dann jetzt hier das euch anschaut, hier ist der Eisprung, dann könnt ihr euch wahrscheinlich jetzt schon denken, dass wenn nicht nur am Eisprung, sondern wenn tatsächlich auch ein paar Tage vorher ein Samenerguss stattfindet, dass eben auch schon bis zu 5 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dass ihr in der Zeit, wenn ihr ohne Verhütung mit eurem Freund schlaft, dass dann tatsächlich diese Spermien drauf warten, dass ein Eisprung stattfindet bei der Frau und dass dann auch Spermien, die bis zu 7 Tage vorher in den Körper gelangt sind, dieses Ei hier befruchten können. Ich habe euch jetzt hier so ein paar Spermien noch aufgepinnt, weil ich euch noch mal ganz kurz erklären möchte, wann genau diese fruchtbaren Zeiten sind und wann man eben aufpassen muss. Und deswegen seht ihr, also sind egal an welchen von diesen 5 bis 7 Tagen ihr mit eurem Freund ungeschützten Geschlechtsverkehr habt, eben dadurch, dass die Spermien im Körper bleiben können, kann eben das Ei dann an diesem einen Tag befruchtet werden. Wenn hier das alles nicht passiert, ihr habt alle die Spermien nicht erreicht oder ihr hattet hier verhütet, was natürlich das Optimale ist, wenn ihr mit eurem Freund schlaft, nämlich immer nur mit Verhütung, dann stirbt das Ei hier ab und dann seht ihr hier ein Spermien, das heißt, ihr schlaft 3 Tage nach dem Eisprung mit eurem Freund. Und da hat natürlich dieses Spermium keine Chance mehr, das Ei zu erreichen, weil es eben schon abgestorben ist. Und dann wird das Ei nach genau 14 Tagen abgeblutet und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das heißt, jeden Monat oder alle 31 Tage oder wie lang auch euer Zyklus geht, passiert in eurem Körper immer wieder dasselbe. Und es kann eben auch hier immer wieder dasselbe passieren. Das heißt, bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr kann es in der Zeit zu einer Befruchtung kommen und es kann ein Baby entstehen. Der zweite Teil, den ich euch heute noch kurz erklären möchte, einfach damit ihr den Unterschied seht, wenn sich der Zyklus verändert, habe ich euch jetzt hier nochmal hingepinnt und schon mal alles aufgezeichnet, damit es nicht zu lang wird. Also hier habe ich euch einen weiblichen Zyklus mit 31 Tagen erklärt und hier unten genau aufeinander abgestimmt, seht ihr einen Zyklus mit 26 Tagen. Das heißt,
Wenn wir jetzt wieder hier von dem Ausgangspunkt ausgehen, wann sind die fruchtbaren Tage und aber der Zyklus nur 26 Tage lang ist, seht ihr, dass sich der Eisprung natürlich tagemäßig nach vorne hin zu der ersten Blutung verschiebt. Das heißt, wenn wir hier wieder diese 14 Tage zählen, treffen wir hier auf den Eisprung. Das heißt hier, wenn ihr seht, das ist genau dasselbe wie hier oben. Und dann kommen wieder die Spermien ins Spiel und dann seht ihr, dass sich die fruchtbare Zeit, also wo auch was passieren kann, wo, wenn ihr ungeschützten Geschlechtsverkehr habt, ganz klar nach vorne verschiebt, also sogar in den Teil der Periode Blutung mit rein. Das heißt, wenn wir hier wieder 7 Tage zurückrechnen, sind wir schon in diesem Bereich. Wenn ihr da, also selbst wenn ihr Blutungen habt und ihr würdet mit eurem Freund in der Zeit ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, würden die Spermien nicht unbedingt ausgeblutet werden. Also auch da muss man aufpassen, dass nichts passiert, man muss verhüten und man muss bedenken, dass im Prinzip diese 5 bis 7 Tage im Prinzip mit einem ungeschützten Geschlechtsverkehr dazu führen können, dass sich hier eine Spermie freut und hier dieses Ei befruchten könnte. Hier seht ihr wieder, einen Tag später oder 2 Tage später, wenn da ein Geschlechtsverkehr stattfindet, ein ungeschützter, kann im Prinzip nichts mehr passieren. Was ich euch jetzt hiermit nochmal sagen möchte, ist, wir wissen nie genau als Frau, wenn wir nicht verhüten mit hormonellen Verhütungsmitteln, wann genau unser Eisprung ist. Und es ist einfach so, dass ich in jedem Alter, das hat noch nichts mal was damit zu tun, dass ihr vielleicht erst 15 oder 18 seid, sondern auch das passiert älteren Frauen, dass sich dieser Zyklus verschieben kann. Es kann unterschiedliche Gründe haben, selbst wenn ich einen ganz regelmäßigen Zyklus habe, was man aber meist in eurem Alter noch nicht hat, kann es passieren, entweder durch Party machen am Wochenende oder ihr verreist oder ihr werdet krank. Es kann durch Fieber und so weiter, kann alles diesen Eisprung beeinflussen. Das heißt, entweder er findet früher statt, er kann auch mal später stattfinden. Also ist es sehr gefährlich, dass nur, wenn man das, selbst wenn man regelmäßig einen Zyklus hat, sich darauf zu verlassen, dass der Eisprung immer da stattfindet. Also der kann sich ganz schnell verschieben. Und anhand von diesem Beispiel könnt ihr ganz klar sehen, dass da, wo eigentlich keine fruchtbaren Tage mehr sind oder nichts mehr passieren kann, wenn Spermien in den Körper gelangen, plötzlich man doch in den fruchtbaren Bereich schlittern kann. Und von daher müsst ihr aufpassen. Das Beste ist, und das ist meine klare Botschaft, auf jeden Fall zu verhüten oder wenn man sich unsicher ist, einfach auch mal ein paar Tage auf ein Miteinander verzichten oder es mit anderen Methoden machen, aber auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr keine Kinder haben möchtet. Wenn man Kinder haben möchte, ist es natürlich eine tolle Methode, den Eisprung rauszufinden, aber das würden wir, glaube ich, zu einem anderen Zeitpunkt nochmal besprechen oder mit euch, euch das anbieten, da nochmal drüber zu reden. Ich würde es heute einfach beschließen mit der kleinen Botschaft, bitte verhütet. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diese fruchtbaren Tage eingehen. Also hier seht ihr ja, wenn die fruchtbaren Tage sind, seht ihr eine Spermie, die das Ei erreicht hat. Also ihr habt ungeschützten Geschlechtsverkehr, die Spermie hat das Ei erreicht und dann ist es tatsächlich so, dass auch nur eine einzige Spermie ausreicht, um dieses Ei zu befruchten. Ich habe es euch hier auch noch mal aufgezeichnet. Also wenn eine Spermie auf ein Ei trifft und ihr nicht verhütet habt, dann wird daraus ein Baby. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine ganzen Informationen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch super gern bei Julia oder bei mir melden. Ja, und ich finde es wirklich ganz wichtig, dass ihr noch fragt, wenn noch was offen ist. Und freue mich sehr, dass ich auch da sein durfte. Und tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Hier nochmal ganz kurz die Fakten. Der weibliche Zyklus dauert 26 bis 31 Tage. Die Periode der Frau dauert 4 bis 7 Tage circa. Die unbefruchtete Eizelle lebt im Körper der Frau einen Tag, danach stirbt sie ab. Die Spermien überleben nach dem Geschlechtsverkehr circa 5 bis 7 Tage im weiblichen Körper.
Bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr ohne Verhütungsmittel bewirkt eine Spermie in Verbindung mit einem Ei ein Baby.